das bloß so. Servus, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und wir werden hier jetzt doch gleich mal kämpfen hier. Stufe 30. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Alter Schwede. Klar bin ich bereit. Ich war noch nie so bereit wie heute. Fangen wir an. Nun denn, kämpft! Alter, hoffentlich, ne? Bei den Geistern aus Mörhorn! Was? Verlieren wir die Nerven? Zusammenbleiben! Junge, deck doch hier mal hier die Scheiße! Alter! Das ist so eine beknackte Kamerasteuerung, Alter! Fick dich! Du hast einen Inselbewohner! Willst du mich verarschen? Unser Sieger ist Valgard! Du kannst jederzeit wiederkommen, ihn nochmal herausfordern. So sind die Regeln. Alter, willst du mich verarschen hier? Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Fangen wir an. Nun denn, kämpft! Ich krieg das nicht auf die Reihe, ne? Bei den Geistern aus Röhrhorn! Zusammenbleiben! Was? Verlieren wir die Nerven? Jetzt können wir doch vermöbeln, Alter. Wow. Bei Hemdals Axt. Na komm schon. Alter, willst du mich verarschen hier? Ohne Witz. Ein Treff und ich bin am Arsch. Schwerter auf dem Rücken. Willst du mich verkackeiern, ey? Ohne Witz. Unser Alter, leg mich am Arsch. Sieger ist Valgard. Halt's Maul. Du kannst jederzeit wiederkommen, ihn nochmal herausfordern. So sind die Regeln. Du kannst jederzeit wiederkommen, ihn nochmal herausfordern. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist, tritt vor und sprich. Fangen wir an. Nun denn. Wir können es ja überspringen, ne, Dagmant? Machen wir das doch mal. Zusammenbleiben! Nicht gut. Bei den Geistern aus Mörhorn! Geralt, nimm dich in Acht, Junge. Alter, willst du mich verarschen hier? Der steckt da einiges weg, ne? Nicht gut. Alter. Das gibt's doch nicht, dass der das nochmal aufholt, der Penner! Scheiße, ich kann hier nichts machen, ne? Bei den Geistern aus Mörhorn! Smörrebröt, Smörrebröt, Smörrebröt! Komm, Geralt, steh halt auf! Fuck! Mensch, kurz vor Schluss! Oder? Unser Sieger ist Valgard! Ach, leck mich, Alter. Ohne Witz. Kurz vor Schluss. Ich denke, ich werde es versuchen. Wenn du bereit bist. Kurz vor Schluss, Alter. Fangen wir an. Nun. Kurz vor Schluss, du verstehst. Was? Verlieren wir die Nerven. Es fängt schon wieder gut an hier. Ja, alles klar, Alter.
Geistern aus Mörhorn! Alles klar, alles klar. Zusammenbleiben! Ist genauso ein Beschiss, verstehst du, wie bei Ding. Wie bei FIFA, Alter. Das gleiche in Lila, ey, ohne Witz. Jetzt haben wir doch, jetzt haben wir! Das gibt's nicht, das gibt's nicht! Ja! Yes! Der Fremdländer hat gewonnen! Grimbach, das du so blöd. Ein würdiger Gegner. Alter Verwalter. Auf dem Rücken. Cool, 25 Punkte. 70 Kronen. Ich sehe, ihr habt üble Dämpfe auf Schema Gräber. Cool, da haben wir ein neues Ding erhalten. Neues Schema. Wir gehen aber mal zu unserem Kollegen hier. Hey, Siusta. Siusta Sixes, meinst du, kann man den Namen merken? Was du hast. Kluger Mann. Bei mir gibt es keine Durchschnittsware. Alter, endlich haben wir den besiegt, ey. Ohne Witz. So, warte mal. Mordklinge. Der hat nur 152. Das ist ja noch schlimmer. Der ist ja noch lausiger beieinander. Ja, dann hat sich das erledigt. Wiedersehen. Schau mal wieder rein. Oh Junge, okay, dann gehen wir noch mal darüber. In die Taverne. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nicht, Junge? Alter, da wirst du schon mal aggro, ne, hier. So, mein Freund. Servus. Hallo, willkommen. Hey, alte Hütte. Was duftet hier denn so? Was duftet ihr denn so? Dann geht das Ding auf. Alles klar. Aber wir haben das, was wir brauchen, hat er gemeint. Redanischer Kräuterschnaps brauchen wir nicht. Aber das Alraunenlikör wäre nicht schlecht, ne? Ein Kirschlikör, A, 5 Stück. Sehr, sehr cool. Dann können wir doch da hier auch wieder einiges. Aber weiter so können wir nichts an den verkaufen. Ne? Schade. Schade, schade. Okay, trotzdem danke. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Was, und wenn wir schon hier sind, dann stellen wir das ganze Zeug jetzt gleich alles her. Diese ganze weiße Rotze hier. Stellen wir mal alles schön im Überfluss her. Auf. Wie abnehmen? Was meinen die mit abnehmen? Ja, da haben wir doch einiges, Freunde. Da haben wir doch einiges an weißer Möwe. Okay, einmal machen wir noch und dann gucken wir mal, was wir noch alles herstellen können. So, Dimitheriumbomben haben wir gemacht. Dass wir da vielleicht das eine oder andere noch. Was fehlt hier? Rebis, genau das war ja das. Gute alte Rebis. Rebis, Rebis, Rebis. Dann haben wir ja hier noch was, wo wir noch verbessern können. Und zwar goldener Pyrol, Rebis, Quebrit und Carmin und Rubedo und Rebis und. Okay,
Okay, zweimal Quebrit, zweimal Ribis. Alles klar, alles klar, alles klar. So, machen wir das doch mal gleich. Wo haben wir es denn? Einmal Kamin brauchen wir auf jeden Fall. Zweimal Quebrit hat er gemeint. Rubedo brauchen wir auch, ne? Hat er gemeint. Und den Rest können wir ja leider nicht herstellen gerade. So, Dimeteriumbomben, war hier noch was? So, jetzt können wir nochmal hier ordentlich zulegen. Was fehlt da? Wahnsinn, da fehlt Schildkraude. Es fehlt Schildkraut, aber das können wir herstellen. Überlegener Mariborwald. Check, und was fehlt hier noch? Kreuzdorn, Alter, da müssen wir also doch nochmal nach unten, da fehlt auch nochmal Kreuzdorn. Überlegener Vollmond können wir aber nochmal herstellen. Machen wir doch gerne. So, ansonsten. Vitriol können wir doch noch herstellen, ne? Überlegener weißer Honig. Machen wir das doch auch nochmal gleich, komm, Freunde. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vitriol, hier Vitriol. Können wir herstellen noch, sehr schön. So, jetzt fehlt natürlich alles komplett. Da scrollen wir nach unten. Ne, hier müssen wir, ne? Da gibt es noch was zu machen. Was jetzt? Was fehlt da? Verbessertes Konstruktöl. Oh Gott, da fehlt noch so viel. Haben wir jetzt doch tatsächlich noch was vergessen hier? Da, die überlegene weiße Honig. Was fehlt da jetzt? Eine weiße Möwe. Okay, wir können aber nochmal hier zurück, theoretisch. So, weiße Möwe ist soweit markiert, sehr schön. Dann hätte ich doch gesagt, jo, danke. Ne? Jetzt fehlt uns halt noch Schellkraut unter anderem. Aber okay, wir gehen jetzt mal und machen die Quest 30 weiter, dass wir endlich die Kämpfe hier zu Ende haben. Also Schwede, wir gucken mal, ob wir da vielleicht mit dem Boot reisen müssen. Allerdings sprach die Sphinx, könnten wir theoretisch, aber wir werden da eine Schnellreise hinmachen. Oh. Da haben wir es dann gleich vor der Haustür. Entschuldige. Ach, ich finde sie einfach schön. Hast du die Pläne gesehen? Ich finde sie einfach sehr schön. So. 184 haben wir doch ordentlich hier. So, jetzt muss ich hier. So, etc. In Eirnbjörn oder Einbjörn oder Erbjörn. Aber ich denke mal, es heißt Einbjörn. Damals, ja, ja, haben so Namen irgendwie so skandinavisch, ne? Darum auch Skellige vielleicht. Skellige skandinavische Länder. Du hast keinen vielleicht da irgendwie so.
und diese Hexe Yennefer auch. Frale. Was wolltest denn du jetzt? Ich hab Frale Respekt vor euch. Das so, auf in den Kampf, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind's die Deppen. So. Ich grüße dich. Du kennst mich? Ja, ich hab von dir gehört. Folan ist mein Freund, seit wir Knirpse waren. Und du hast sein Leben gerettet. Ich hab gehört, ihr macht hier Kämpfe? Da hast du richtig gehört. Versuch dein Glück, wenn du willst. Selbstverständlich. Wir fragen aber erstmal, gegen wen wir kämpfen. Wer ist mein Gegner? Aha, neugierig, was? Er heißt Grimm. Er ist Holzfäller und im Winter prügelt er sich durch die Tavernen. Wollte diese Saison die Meisterschaft gewinnen, aber daraus ist nichts geworden. Ja, dann wird's jetzt aber heute auch nichts. Kämpft ohne Gnade, aber ehrenvoll. Und spart euch etwas Kraft für den nächsten Kampf auf. Was, da gibt's noch mehr Scheiße. Weißt, der andere voll zugepackt, ne, mit seinen Klamotten, der andere rennt mit dem nackten Oberkörper rum. Schneller! Alter, der hat Stufe, was hat der für Stufe, ey? Komm, Geralt, verpiss dich. Der macht aber Anlauf hier, ne? Eine Herde Geißböcke soll dich aufspießen. Boah, der geht hier richtig zur Sache. Alter, wie kann der mich haben hier? Komm, jetzt hänge ich hier wieder fest. Ja, wie kann der mich besiegen, wenn ich in Deckung bin, wenn ich Deckung mache? Wie lange soll ich noch warten? Alter. Diese Kamerasteuerung, ne? Alter Schwede. So, Gebrüder Grimm. Schneller. Alter, das war knapp. Komm weg, Geralt, weg. Verdammt. Fuck. Geralt, hau ab. Yes, yes. Yes. Geralt, der Reisende, hat gewonnen. Freya, verdammt. Gut gekämpft. Du hast dir das Recht auf einen Kampf mit Olaf auf Arnskellig verdient. Viel Glück. Oh Mann, ich dachte, das war's jetzt, ne? So, 25 Punkte, 70 Kronen. Kennst dich aus. Ich glaube, da können wir auch gleich wieder schnell reisen. Was ist das? Ist das ein Händler oder so ein Brauer oder was? Hey, Kaufmann! Hallo, willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. So, was hat der gute Mann? 300? Den Brustpanzer können wir verkaufen, gepflegt. So. Den Kyras, jetzt haben wir noch 99, allerdings nur noch. Überlegene Katzenstiefel. Wollen wir die verkaufen oder lassen wir die mal? Komm, die lassen wir mal. Die Nilfgaardische Stiefel behalten wir auf jeden Fall auch. So, was können wir noch verkaufen hier? Warte mal, vielleicht können wir den Bücher verkaufen.
Das wär's doch, oder hier so ein Mist. Das rostige Brotmesser zum Beispiel. Die Pfeife auf jeden Fall. Das verweste Fleisch können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Altes Bärenfell belassen wir mal. Zerbrochenes Ruder verkaufen. Die Dinger, Schädel. Brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Habe ich. Ein Fläschler behalten wir mal. Gut, soweit hat er ja auch nichts Großartiges. Immerhin. Immerhin, und dann ist ja hier noch eine Taverne. Da schauen wir auch nochmal geschwind rein. Servus, Leute. Ich schau mal, ob wir bei dem was kaufen können. Servus. Na, was denn? Na, nix denn. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Nur Delikatessen. Aber ein Vagabund vom Kontinent wird es sicher nicht zu schätzen wissen. Meinst? Ach, schau ihn an. Redanische Kräuterschnaps, da haben wir ja genug. Kirschlikör können wir natürlich kaufen. Und das machen wir auch. Leb wohl und danke für die ausgezeichnete Bedienung. Na, Geralt ist höflich. Sehr schön, dann hätten wir gesagt, kämpfen wir doch weiter gleich. Wieder auf dem Weg. Noch in der Folge, gehe ich an den dritten. Gegen den dritten, aber wir werden hier was 3000 Meter. Wie liegt denn das doch einmal? So, Junge, das ist ja ganz im Norden. Allmächtig ist das ein weiter Weg. Ja, dann parken wir doch gleich mal hier, Kollegen. Und dann machen wir den Boxkampf noch in dieser Folge. Boah, aber da wirst du einmal so schnell, oder zumindest ich, da wäre ich immer so schnell aggressiv. Vor allem auch die Kamerasteuerung, ne? Bei den Kämpfen ist echt Katastrophen. Bleibst du lange? Ach, jetzt sind wir hier, bitte, hallo. Ja. Und ich weiß nicht, ist das hier ein Bug? Nämlich, ich kann gar nicht interagieren, leider Gottes. Aber okay, das soll mal hier ein anderes Mal machen. Es sind ja noch zum Glück ein paar Folgen. Ach, Sixtus, und das ist die Arena. Etzler. Was bringt dich her? Hey, Skellige. Buchmacher, alte Hüden. Du willst gegen Olaf kämpfen. Er hat lange auf einen würdigen Gegner gewartet. Drum, ich hab doch gewusst, ey, in einer der letzten Folgen habe ich mir gedacht. Diese Wettkämpfe finden sonst auf der Straße statt, höchstens in Tavernen. Ihr habt hier eine richtige Arena dafür. Errichtet dank Birna Brans Großzügigkeit, die ihre Juwelen gespendet hat. Interessant. Wo ist Olaf? Er zeigt sich, sobald es einen Herausforderer gibt. Allmächtig, das wird schon so einer sein. Ich kämpfe gegen Olaf. Der Faustkampf ist eine Tradition in Skellige. Und hier auf Arn Skellig ist sie absolut heilig. Was ist an eurer Tradition so besonders? Einst lebte ein Krieger namens Duns Ursus auf Arn Skellig. Er bekämpfte die Monster mit bloßen Händen. Der Wettkampf findet ihm zu Ehren statt. Ah, Itzadler, so läuft der Hase. Okay, alles klar. Ich werde kämpfen, als ginge es um Leben und Tod. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Geralt von Riva, tritt ein in die Arena. Siegst du, hast du die Ehre, gegen den Meister der Meister antreten zu dürfen. Scheiße. Erst stolzieren sie hier rum, diese Festlandhelden. So gehen die Arena. Scheiße, wir müssen dann nochmal kämpfen.
Alter Verwalter. So, Mahlzeit. Kämpfen ist unsere heilige Tradition. Das Blut, das in dieser Arena vergossen wird, bezeugt die Stärke des Clans. Der heutige Sieger ist der neue Meister. Doch ein Held ist bereits, wer sich dem Kampf stellt. Oh, muss ich mich verarschen? Scheiße. Ein Bär? Bär, Alter. Verdammt. Jetzt hab ich, oder? Ja! Du hast yes, Olaf yes! Knackiger Kampf. Alter Schwede. Gibt es noch jemanden, gegen den ich kämpfen kann? Du hast alle Kämpfer in Skellige besiegt. Damit bist du der Meister der Inseln. Du kannst stolz auf dich sein, mein Freund. Ja, Meister der Inseln! Faustkämpfe erledigt! Check, Alter! Ich hab dich beobachtet. Du hast großes Potenzial. Kannst du dir vorstellen, Amateurkämpfer abzulegen? Als Profikämpfer anzutreten vielleicht? Wow, cool! Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich suche jemanden, der das Zeug dazu hat, den Meister der Meister von seinem Thron zu stoßen. Ein gewisser Skelliger hat den Titel inne. Ich bin sicher, nur du kannst es mit ihm aufnehmen. Frage dich selbst, bin ich manns genug, nach Skellige zu segeln, um den Meister der Meister herauszufordern? Wir sind schon in Skellige, aber warum nicht? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Sehr gut. Auf der Insel Spiekero gibt es eine Arena. Dort kämpft der Meister der Meister. Ich lasse ihnen ausrichten, dass du auf dem Weg bist, um ihn herauszufordern. Leb wohl. Jo, mach's gut. Cool, fliegende Fäuste, Meister der Meister. Schlägertyp. Trophäe halten. Stufe 32, yes! Liebe Freunde, und damit verabschiede ich mich für diese Folge, bedanke mich. Sag bye bye und bis morgen zu einer neuen Folge von Witcher 3 mit Geralt. Wir schauen hier noch, was wir noch alles bekommen. Ein Questdoc. Na, nicht die Welt. Aber okay, macht's gut. Danke, ciao, servus.